Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Blumen zum Gruße, meine Dame. Ein gläubiges Leben führen. Für viele scheint das der Weg zur ewigen Freiheit zu sein. Kann man die nicht einfach rausschmeißen hier? Nein, wahrscheinlich nicht. Ach, Mensch. Wir haben die rausgebracht und die verlassen uns trotzdem nicht. Ich denke mal, da habe ich mir einen ordentlichen Bug eingehandelt. Da können wir echt nichts machen. Aber bevor wir uns jetzt hier stundenlang aufhalten, würde ich sagen, kümmern wir uns wieder um andere Quests. Da haben wir eben noch eine kostenlose Hilfe, mein Gott. Hallo, lass mich mal in Ruhe. Ewige Kreislauf der Natur. Oder wollt ihr vielleicht zu der? Mir gegrüßt. Dunkle Zeiten sind dies. Na, aber hier weg. So, dann gehen wir jetzt wieder in die Stadt. Das Leben ist nur ein Moment. Der Tod ist auch nur einer. Und dann... Ach, guck mal, die sind ja noch in unserer Stufe. Da steigen wir doch mal ab. Nehmen wir unseren Bogen wieder. Na, hier ist ja was los. Na los, jetzt hier aber. Das ist das Nächste, die sind uns auch keine Hilfe hier. Mensch. So, Verzeihung, hab ich gerade mal genießt auf diesen Schreck hier. Ein Bär. Dankeschön. Das bekomme ich nicht mehr untergebracht. Na toll. Ups, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, verzeihung. Ja dann, verkauf doch einfach mal das hier. Verkaufen war. Und verkaufen wir mal das noch mit. Zu viel Gepäck. Was kann man die immer noch nicht mitnehmen? Na dann, gleich verkaufen. So, ja, wie gesagt, da sind das eben ab heute unsere Begleiter. Ärgert mich zwar ein bisschen, aber was wollen wir machen? Haben wir überhaupt noch was in der Truhe da drin? Mal reingucken. Oh, beschädigter Gegenstand. Vielleicht brauchen sie die Blumen, damit sie uns eigentlich in Ruhe lassen. Meldet euch bei T-Boss, eine Triade hier. Nun, ihr könnt uns behilflich sein und dabei noch eine Menge Gold verdienen. T-Boss interessiert sich für Bäume.
Je stärker, desto besser. Mit euren Fähigkeiten sollte es doch leichtes sein, die stärksten Bäume des Waldes ausfindig zu machen. Sprecht einfach mal mit ihm. Eine echte Spezialistin wird ihr sicher willkommen. Das wird mir eine Freude sein. So. Blöder Dämon. Oder Zombie oder was das ist. Wir suchen jetzt erstmal einen Händler auf. Hallo, Händler. Blumen zum Gruße. Nicht du. Seid gegrüßt, ihr Edlen. Sie werden immer so, schlechter. Das kannst du haben. Das, das, ähnlich. Das. Ach, hier, das ist so ein Buch, was ich damit meine. Ach, Rüstgürtel. Da haben wir in blauen und hier aber in leicht blauen. Zur Ausdauer dazu. Dann verkaufen wir mal den hier und tun den dahin. Gut, haben wir einen guten. Die Rüstung. Die tauschen wir natürlich aus. Oh, Spaltern. Angriffswert, Verteidigungswert, den tun wir mal kurz weg. Den guck ich mir gleich nochmal an. Weg, weg, weg. Schulterpanzer haben wir auch bläuliche. So, solche Waffen brauchen wir nicht. Ring, Schaden, Magie, ja. Auch kann ich jetzt nicht machen, na gut. Dann hier ein Schrumpfkopf kriegst du noch. Ein Fingerreif, Schaden, psychisch, nö. Siegelring, Spiral, nee. Schadengift? Ja. Obwohl als, naja. So, dann hauen wir mal hier die Grünen und die Konzentrationstränke weg. So, den behalten wir, den hoch. Den Anhänger, Verteidigungsfertigkeit, nein. Rüstungskunde haben wir noch nicht. Taktikkunde brauchen wir nicht. Zerstörung, Schaden, Feuer, naja. Angriffswert. Zwei Waffenkampf haben wir erst recht nicht. Na dann. War ja nicht gleich noch ein Schmied. Pferd. Ah, jetzt kommt noch. Kommt. Schmied. Seid gegrüßt. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier drin? Na? Lavabrocken, Schadenumwandlung nach Feuer. Deswegen haben wir den auch so gut. Deswegen leuchtet der auch so. So, kann man denn hier noch eine Rune einfügen? Nee. Hier kann man überall keine Runen einfügen. Das ist schade. Dabei haben wir doch so viele noch. Na gut, dann müssen wir das erstmal aufheben. So. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Weil hier alles ein bisschen super. Nicht mal zu beachten. Ich glaube, ich war mir auch sicher, dass wir hier eigentlich in der Stadt schon so gut wie sehr viele Aufgaben gelöst haben, selbst unten am Meer und alles. Dass wir da jetzt einfach mal die restlichen Aufgaben erstmal stehen lassen und uns lieber mal um die da kümmern.
könnte mal beim Händler gucken. Seid ihr?